Hallo und herzlich willkommen zurück in der Pummelrunde. Wir spielen heute mal ein Spiel an. Und zwar ist das Knock Harder Useless. Ich habe das Spiel angemacht und als erstes kriegen wir das hier. Wir müssen uns entscheiden. Das glaube ich. Ja, jetzt werde ich wieder als doof dargestellt, weil ich das nicht weiß. Aber ich glaube, das ist auch eine russische Flagge und das ist eine amerikanische. Also das weiß ich aber. Das ist eine russische? Ich habe keine Ahnung. Englisch? Warte, ach so. Ja. Ja, puh. Oder Polnisch ist nicht... Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall Englisch. Ja, Englisch. Enter? Achso, hier. Auf den Pfeil. Ah, cool. Dann müssen wir mal in die Settings... was? Wieso geht denn ein Fenster bei mir bei Windows auf und das andere minimiert sich? Hä? Was? Ach so, hä? Ja, keine Ahnung. Okay. Ja, Russisch. Hey. Boah, ich bin so gut. Sound Music. Ja, so ein bisschen. Wir machen mal hier so auf 70. 65. Wir machen mal 65. Beides. So, WASD, Reload. 1 Kit, Change Weapons ist eh okay. Ja gut, mehr können wir nicht machen. Ich hätte gerne die Auflösung geändert, weil, okay. Es geht jedenfalls, Statistiken, Exit, Settings, okay. Ja, irgendwie ist mein Fenster verschoben. Ich weiß nicht, wie ich das ändere, aber okay. Hier oben am Rand sehe ich so ein bisschen noch von meinem Desktop und hier unten sehe ich meine Taskleiste, hier so. Aber die seht ihr Gott sei Dank nicht. Bewegt sich der. Keine Ahnung. Es geht um hier auf jeden Fall. Guck mal, hier ist auch Monster. Um einen Typen. Ja, ich kann so gut reden. Es geht auf jeden Fall um einen Typen, der schläft. Und die einzige Möglichkeit aufzuwachen ist. Wieso verändert sich hier so viel? Ist, wenn er stirbt. Jo, mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Easy. Ach so, cool. Die anderen kann man gar nicht nehmen. Ja, ist ja gut. Natürlich nehme ich easy. Der Beginn des 21. Jahrhunderts. Das ist echt verdammt leise, das Spiel. Eine neue Typ-Kreatur ist aufgetreten. Und zwar Parasiten. Die Parasiten attackieren ihre Opfer und machen sie... Warte, a small number of those who were attacked were able to wake up, but all of them immediately killed themselves. The majority became the infected or carriers of the parasites. Alles klar, danke. Also, es ist ein Parasit aufgetreten, der, wenn er einem Menschen befällt, ihn bewusstlos macht. Und ein paar konnten sich von diesen Parasiten befreien und wieder aufwachen, aber fast alle haben sich dann umgebracht. Alles klar. Partly functioning. Lightning. It is suspicious. It can attract parasites and infected. Ah, okay. Also es gibt nur so ein bisschen Licht und das ist sehr, sehr skeptisch. Nein, das ist sehr, ne? Du weißt schon. Die sind skeptisch deswegen. Das Licht kann die Parasiten und Infizierte anlocken. Okay. Okay. ich werde mal das Haus checken. Ihr wartet hier. Lass uns unsere Uhren vergleichen. Ja, super Idee. Meine Uhr zeigt 9.99 Uhr. Ja, das ist richtig. Das ist aber komisch. Why do you even mess with them? Mit wem? Mit der Uhr? WASD zum Moven. Alles klar. Wir können, hier sind Türen. Da können wir aber rein. Rechte Maustaste. Die stehen hier davor. Dann gehen wir mal da rein. Rechte, link, rechts. This door is locked. I cannot find the keyhole. How then can it be open? Also die Tür ist zu. Ja, ist gut. Alles klar. Die Tür ist zu und da gibt es noch nicht mal ein Schlüsselloch. Deswegen weiß er nicht, wie er aufkriegt. Was ist mit der? Die auch nicht? Die? Kann ich... Warte mal. Ah, okay. Oh Gott, das ist ja komisch. Inspect all the rooms in the house. Okay, wir müssen uns die Räume angucken hier. Können wir da reingucken?
Nö. Achso, The Wall. Also hier, The Wall. The Wall's been breached, Victor. Come here, it's urgent. Okay, die hier, Wand ist kaputt. Komm schnell her. So, sind wir jetzt da reingegangen? So ist es sicherer. Sure, no one is getting past that. But be careful anyway. Okay, wir haben hier was zugemacht anscheinend. Und so ist es sicherer. Okay, aber wir sollen vorsichtig sein. These creatures seem to appear through the walls. Okay, die Kreaturen kommen durch die Wand. Hä? Was genau hast du denn jetzt zugemacht? Ach so, du bist einfach nur dahinter. Ja gut, dann... wir können jetzt aber nicht da rein, oder wie? Hä? Okay, wir inspizieren mal die anderen Räume dann, oder? Dann ist ja hier so ein Durchgang, oder? Nein, können wir hier irgendwas machen? Nö. Wir können auch gerade gar nicht schießen, ne? Also richtig inspizieren können wir auch nicht. Das Spiel gibt es übrigens kostenlos auf Steam. Kann man es im Spiegel angucken? Nein, können wir da was rausholen? Nein. Hier ist Blut. Hat sich jemand auf der Toilette wohl umgebracht? Können wir Wäsche waschen? Auch nicht. Ja gut, die haben wir. Hä? Dann gehen wir jetzt mal hier gucken. Geht jetzt diese Tür auf? Nein. Dann machen wir die Tür auf. Hallo? Hier ist noch eine Tür. Hä? Hier waren wir aber noch nicht drin, oder? Ja, gut. Wieso passiert hier nichts? Hier ist irgendwie besonders dunkel. Kann das sein? Okay, aber hier ist auch nichts. Ja, ich inspiziere doch schon, aber... Wie? Wow. Alles klar. Dann gehen wir hier rein. Hier passiert irgendwie gar nichts. Okay, hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Ein Loch in der Wand. Jackie, komm jetzt hier hin. Okay, Jackie, komm. Well, at least this is some sort of protection. Ja, hast du auch hier eine Sicherung gemacht. Toll. Be more careful, here. Entschuldigung. Wir haben übrigens 30 Patronen. Ach, da ist auch noch eine Tür. Ja, ja. This bridge is under control, but you know how this parasites and infected appear from the underground. Jetzt kommen sie von unten, nicht mehr durch die Wand. Was ist das denn? Achso, das Stoff hier. Ich finde das so komisch, dass wir hier nicht reingehen können. Guck mal hier, die Spielkonsole. Sehr cool. Okay. Ja, hallo. Danke. Hier können wir rein. Ist hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel? Hier liegt auch nichts Spannendes oder so, ne? Also da können wir nicht rein. Nein, okay. Na gut, dann gehen wir wieder raus, gehen in die nächste Tür. Hä? Ach so. Hier ist, Hä? Was soll ich denn machen? Ich war doch jetzt überall, oder nicht? Oh, jetzt passiert irgendwas. Well, I checked everywhere I could get. Okay, überall habe ich mich umgesehen. I think it is time to search for supplies in the house. Ach so, jetzt können wir Schubladen und so durchsuchen. Okay. Rechte Maustür. Oh oh. Schieß, 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 schieß. Hä? Wo bin ich? Was passiert? Ich wurde attackiert von einem Parasiten. Bin ich tot? Jetzt zeigt die Uhr 000. Okay. I must talk to Jackie or Victor. Okay, ich musste mit Victor oder Jackie reden. Wir können uns jetzt hier nicht weiter umgucken, ja? Kommen wir jetzt hier rein? Nö. Okay, hier sieht's nicht normal aus. Jackie! Jackie, hier ist alles komisch. Huch. Rechte Maustaste. Hallo, Victor. Was? Victor? And who's this?
Victor ist weg. Hä? Was soll ich denn tun? Kann ich denn nicht drauf schießen? Habe ich ihn gekitzelt? Was habe ich getan? Schieß doch! Achso. Was ist passiert? Bin ich tot? Das war bisher ein ziemlich doofes Spiel, muss ich sagen. Ach, nein, nein, nein. Das heißt, naja, fast. Du bist irgendwie am Träumen. Aber du könntest bald sterben. Hast du mein Gold gefunden? Gold? Was für ein Quatsch ist das? Oh, okay. Dann, Kerr. Lass es uns so tun. Du wurdest von einem Parasiten attackiert. Jetzt bist du in einem tiefen Traum. Und der Parasit wird langsam dein Gehirn übernehmen. Das ist ja schön. Er hat schon Erinnerung zu manchen Sachen geblockt. Mit wichtigen Informationen. Okay. Und ich bin das Echo von deinen Informationen. Ich bin das Echo von diesen Erinnerungen. Ist es jetzt klarer? Naja, es geht. Das heißt, ich träume. Und wie kann ich aufwachen? Nun ja, der einzige Weg nach draußen ist, du musst sterben, Kirk. Schön. Denk an dich. Think for yourself. Also denk selber darüber nach. Du kannst nicht in deinem Traum tot sein. Ach so, also er schießt sich selber. Ah ja. Das kann ich nicht tun. Tja, das ist schlecht. Dann lass jemand anderen dich umbringen. Hör zu. Let me bring many parasites and infected here. Lass mich ein paar Parasiten oder viele Parasiten und Infizierte herbringen. Huh? Ja, wo denn? Wo kommen die denn jetzt? Ach da. Hi. Hä? Ah, jetzt, okay. Ja, kommt ihr mal. Ah! Okay, hier sollte ich nicht sein. Ich kann hier nicht mehr schießen. You can press Q to put the gun to tempo and shoot. Was? Ach so, nein, das wollte ich doch gar nicht. Hab mich jetzt selber erschossen? Wahrscheinlich. Ist das real? Oh, Oh, der Timer hat gestartet. Wofür? Ein Timer, wofür? Was ist hier los? Wo bin ich denn jetzt? Was ist hier mit... Da kann ich nicht mehr rein, okay. Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich rein. Was muss ich jetzt tun? Das ist ein Baum. Das ist komisch. Ja, das stimmt. Ah, okay. Ach so, kann ich in Sachen reingucken. Okay, wenn irgendwas komisch ist, dann... Und ich muss mich genau davor stellen. Deswegen hat das vorhin nicht funktioniert. Okay, der Baum ist komisch, aber ich möchte, glaube ich... Can't open this door. Ah, schieß, 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 schieß. Okay, der Baum ist komisch und deswegen träume ich wahrscheinlich. Ja, ist es das? Wahrscheinlich, ne? Deswegen muss ich auch die... Okay, okay, okay. Aber zuerst muss ich hier Sachen sammeln. Kann ich hier auch reingucken? Hier ist. Okay. Habe ich alles durchsucht, was ich kann? Ich weiß nicht so genau. Irgendwie ist die Musik wirklich sehr, sehr leise. Hier ist auch noch was. Cool. Okay, der Baum ist ein Indiz dafür, dass ich träume, ja? Verstehe ich das richtig? Ich muss die Musik lauter machen. Ich höre echt überhaupt nichts. Wieso? So, okay, dann schieße ich jetzt, ja?
Hast du mein Gold jetzt gefunden? Nein. Das ist so seltsam alles irgendwie. Also war es nur ein Traum. Es bedeutet, der vorherige Traum war ein Traum in einem Traum. Oha. Ach so, wenn der Timer abgelaufen ist, dann, okay. Dann weiß ich auch nicht, dann sterbe ich wahrscheinlich. Es sieht so aus, ja. Das ist sehr viel komplizierter, als ich gedacht hätte. Also, das ist ein Traum in einem Traum. Es könnte jetzt auch noch ein Traum in einem Traum sein. Ich, ja. In how many more of these dreams will there be? Wie viele mehr von diesen Traumen wird es geben? Und was, if it would be, und was, wenn es doch wieder die Realität ist? Ich könnte mich selbst töten. Im Ernst. Ja. I am just a part of your consciousness. Okay, ich bin nur in deinen Gedanken. Haha. Dass die dir versuchen zu helfen. Aber jetzt musst du selber entscheiden, ob du in einem Traum oder in der Realität bist. Hollow complete. No more tips. If you think that the real world is around, survive. If you think that it is a dream, dime, while parasites and doesn't kill you, enjoy and die. Alles klar. Also, wenn es ein Traum ist, müssen wir sterben. Wenn es kein Traum ist, müssen wir versuchen zu überleben. Okay. Hier nehmen wir was. So, jetzt höchste Konzentration. Hier ist noch was. Ja, okay, es ist ein Traum. Guck dir das mal an hier. Da. So was, da. Können wir das nehmen? Matthew decided to hang a portrait of some scientists in the central corridor who lived half a century ago. Well, I don't mind if this is important to him. Okay. Ein Scientist, der hier, ne? Und das ist der. Alles klar. Ich glaube, wir sind in einem Traum. Aber ich möchte gerne. Die ist auch zu. Möchte gerne. Wir müssen auf jeden Fall uns töten oder halt auch nicht. Ist hier noch wer? Nö. Okay, wir haben noch 1 Minute. Und da müssen wir uns umbringen, ja? Weil wir sind ja in einem Traum. Hier, das ist jetzt auch anders, ne? Das Bild. Okay, haben wir alles eingesammelt? Ich glaube ja. Also, das hier ist mein Indiz, dass es ein Traum ist. Hey! Kann man jetzt wieder mit ihm reden? Lass uns das nochmal machen. ich muss sterben, um aufzuwachen. Wenn ich irgendwas Komisches sehe, I conclude that I'm dann denke ich, dass es ein Traum ist. Jupp. Wie auch immer. If I conclude that it's the reality already, then I must survive. Okay, wenn. Okay, ja, gut. Ja, das hatten wir das schon. Das ist richtig. Aber wenn es noch ein Traum ist, and I spend too long inside of it, then the parasite. Okay, aber wenn ich zu lange drin bleibe, wird der Parasit mich killen. Alles klar. Ja. Cur. You should know it better than me. Anyway, du solltest es besser wissen als ich sowieso. 706, was heißt denn das? Mach da auf! Passiert das? Ich weiß nicht, sowas mit Parasiten passiert? Keine Ahnung. Whether old female brood in the shape. Okay, seine. Huch. Können wir die denn auch nehmen? Nur die wollen wir anscheinend nicht. Die ist zwar anders, aber das ist ja jetzt nicht so verwerflich, dass er eine Brosche ist, oder? Können wir uns das angucken? Nein. Was steht hier? I hang the portrait of my late brother in the central corridor. I don't want to forget his face. Harry did not mind it. It would have been foolish of him to object. Okay. Die Uhr ist auch normal.
Mal hier raus, guck dir das Bild an. Gut. Da kommt wer. Das ist komisch, das ist auf jeden Fall ein Traum. So ein Geräusch machen keine Waffen. Ah! Okay, er ist tot. Aber wir brauchen Munition. Weil ich mich einfach so in der Gegend rumschieße, jawohl. Okay. Hier die Statue eines Engels. Ich weiß gar nicht, ob die vorher auch schon so da war. Hier können wir überall nicht rein. Okay, diese Sachen helfen mir halt, mich zu entscheiden, ob es jetzt ein Traum ist oder nicht. Ja, hier können wir nicht rein. Okay, ich denke, es ist ein Traum. Ja, ich glaube, es war ein Traum. Meine Uhr hat einen Timer. Was, hä? Wissen wir doch schon. Jetzt sagt, frag doch. Ja, gut, wir reden einfach nicht mehr mit ihm. Wie nehmen wir? Das ist gleich. Das ist auch gleich. Das ist gleich. Ich sehe dich. Ist hier wirklich sehr dunkel. Keine Brosche. Wird wahrscheinlich auch immer schwerer, ne? Eine Uhr. Expensive mechanical handwatch. They stopped at exactly 3 o'clock. On the back side, there is a slightly erased engraving for Charlie in memory of Irene. Hilft mir das irgendwie? Charlie! Ha! I will throw away your silly angel. Said you, if you continue removing my candles, let them be their decorations. Alles klar. Die hier zeigt aber auch 3 Uhr an. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas zu bedeuten hat. Wir gehen da mal hier hoch. Wir können hier in diese Zimmer nie wieder rein, oder was? Eine Engelsstatue. Wah! Ach, die haben auch Sachen dabei. Na, hier lang. Sag das doch. Voll viel sogar. Das ist ein Testbild. Was haben wir hier drin? Ich habe keine Ahnung. Ist das ein Traum? Feuerzeug. You can light the candles with a lighter. Okay, ich kann jetzt die Feuer, die hier anmachen. Das ist ja schön. Die brennen auch. Wo ist denn hier eine? Da. Ist hier noch eine? Hm. Ich denke, es ist die Realität. Also ich habe nichts Komisches gesehen. Ich kann mich natürlich irren. Das ist schon komisch. Ach ja, komm. Nein, es war die Realität. Du bist gestorben. Du musst lernen, zwischen dem Traum und Realität zu unterscheiden. You didn't get what's the point of the game, click here. Ich habe das Spiel nicht verstanden. Your path. 3, 700, 612, was bedeutet das? Was passiert, wenn wir hier drauf... Multilevel Dream. Ah, okay, alles klar. Gut, ja dann. Würde ich sagen, das reicht zum Zeigen. Ja, wieso ist hier... Hier ist nur eine Kerze an. Okay. Der Autor, hier könnt ihr auch nochmal gucken. Da muss ich kurz mal husten. Ja, gut, das war alles, ne? So ein... Mehr machen wir nicht. Wie heißt das Spiel nochmal? Knockharder? Hab's gleich. Knockharder, genau. Ha, war richtig. Knockharder useless. Ach, hier, es gibt... Okay, es gibt verschiedene. Und dann gibt es schwerer. Ja, doch. Also, nach Anfangsschwierigkeiten muss ich zugeben, dass vielleicht doch ganz cool ist. Es ist...
Ich würde es als Roguelike bezeichnen. Obwohl eigentlich nicht, ne? Da sind ja die Level unterschiedlich. Obwohl sind sie ja hier auch. Keine Ahnung, was ich es bezeichnen würde. Auf jeden Fall finde ich es eigentlich doch ganz cool. Vor allen Dingen für umsonst. Also, wenn du mal gerade kein Geld hast, aber Bock auf ein neues Spiel hast, das du noch nicht kennst, spiel dieses Spiel. Das ist eigentlich. Es ist einfach irgendwie, aber es ist auch so ein bisschen ein Rätselspiel. Also es hat schon was. Ich muss sagen, es hat schon was. Kann man spielen. Wir hätten auch auf sowas achten sollen, ne? Ob sich so Stühle bewegen oder so. Habe ich nicht. Okay, das war doch die. Aber warum ist, hängt da so ein Schloss vor dem Fenster, wenn das die Realität ist? Kann mir jetzt mal jemand sagen. Naja. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Oder auch ein Abo. Und wir sehen uns dann bei dem nächsten Video von irgendwas anderem. Bis bald. Tschüss.